Oh, ihr wollt auch was mit hören? Selbstverständlich, Soundchecks sind ja dran. Geschichte. Zwar kommt der Soundcheck, aufgepasst, von Onkyo 8250. Der Kanal sollte unter Kennern ein Begriff sein. Wer ihn nicht kennt, der hat was verpasst und in Sachen irgendwas mit Lautstärke oder Akustik sollte er besser weg sein lassen. Der hat sich was gewünscht und zwar war es, genau, Knife Party, also Messerparty, ne? War bitte nicht gesprochen. Und ja, geben wir einfach mal Gas. Ich skippe aber ein bisschen vor. Und ich lasse die Höhen einfach mal weg, weil ich habe so das komische Gefühl im Magen, dass ich das sperren müsste sonst. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. So, dann müssen wir mal gucken, wann es denn losgeht. Wie gesagt, Links tue ich alle in die Videobeschreibung rein. Sekunden. Der gute Technik, Junkie 98. Okay, was ist das denn jetzt? Fängt mit ein bisschen Mitteltondifferenz an. Na, da kommen die noch nicht ganz so im Schwung. Klingt doch irgendwie so ein bisschen, als ob da was fehlen würde. Als ob man da die Stereokanäle umgeändert hätte. Klar zu identifizieren, da merkt man jetzt irgendwie, da kommt jetzt noch ein zweites Lied hinzu. Als ob da was im Hintergrund ist. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so vom Bass her ist es ganz okay. Machen wir mal den nächsten Soundcheck ran. Sie laufen wieder. Neueste Meldung ist, dieses Lied hatte ich schon mal laufen. Und ja, es musste entfernt werden. Tut mir leid für denjenigen, der sich das gewünscht hat. Der hat sich das auf meiner Facebook-Fanseite gewünscht. Tut mir leider leid. Kann nichts ändern. Oder vielleicht klappt es so. Aber das bringt ja nichts. Erstmal leuchtet da nur die Hälfte der Lichtanlage. Ja, die leuchten ein kleines bisschen mit, aber... Ganz auslöschen geht er nicht. Außer digital vielleicht. Ja. Wir hören uns den nächsten Soundcheck an.
mich mal jemand angeschrieben, ob ich nicht mal Werbung für seinen Kollegen machen sollte, wollte, möchte, könnte. Warum er mich nicht selber angeschrieben hat, weiß ich nicht. Akuro J, ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Für den soll ich mal ein bisschen Werbung machen, nämlich FL Studio Techno Remix. Klar, Link werde ich wieder einfügen, kennt ihr ja, ne? So, das hört sich eigentlich schon mal ganz nett an, vor allem FL Studio, da darf man ein bisschen Zeit gekostet haben. Auch noch einen Computer installieren. Ah, scheiße, das ist nicht mehr da. Festplatte, das ist ja im Arsch gewesen. Schöne, schöne, schöne Effekte drin, ne? Das ist die Lautstärke, also bei der sich die Nachbarn in der alten Wohnung schon immer beschwert haben. Und so gehört sich das. Wenn ich noch möglichst viele Lieder in das Video reingepackt kriege, mache ich gleich mal den nächsten Soundcheck. Audio Machine, Guardians at the Gate, in Dubstep Mix. So, legen wir mal los. Regler ist schon mal auf der richtigen Position. Es ist ganz schön warm draußen geworden. Aber hier ist es hier noch richtig kalt, weil hier... Obwohl, wenn man die jetzt ein bisschen aufdreht, wird die Maschine hier auch schon ein bisschen wärmer. So, erstmal da schon mal aktualisieren. Heute haben wir einen 6. Ja, ist aber schon rum. Das ist ja keine Musik, das ist eine Lärmplärre. Wenn man ein Pferd diese Lärmplärre aussetzen würde, würde es sogar vor der Apotheke noch kotzen. Dijon Bass Terror, oh. Das wird dem kleinen Nachwuchs hier unter mir, der Nachbar, direkt der Zähne, neu gewachsenen Milchzähne, direkt erstmal aus der Fresse schlagen. Ist das Bass boosted? Ah nee, extrem Bass, wenn ich das schon wieder hier... Vor allem, das hatte ich in der alten Wohnung schon, glaube ich, zigtausendmal laufen. Nee, vor allem ist das so ekelhaft übersteuert. Und das Ganze auch noch auf so einer widerwärtigen, ekelhaften, weiß ich nicht was für einer Frequenz. Also da kann man nicht wirklich von Tiefbass sprechen oder irgendwie sowas. Das wird sich Ganze wahrscheinlich irgendwie bei... Ja, bei 366 Hertz in etwa spielen. Ja, diese ganzen Apps hier, akustische Apps oder so, die sind natürlich überhaupt kein Verlass. Also egal, ob es jetzt Lautstärkemesser sind oder diese Spielerei, es ist einfach nur eine Spielerei und überhaupt nicht ernst zu nehmen. Gar nicht so eine Qualität. So hört sich wahrscheinlich Skytech an. Nee, muss echt nicht sein, aber da wäre gut. Ein alter Bekannter. Harlem Shake. Mir scheiße gerade die Leute da unten. Ganz klar, Basta wegen der Musik kriegen. Das kommt frische Luft.
schon die Meldungen von der Kamera aus der Festplatte, die da voll sind. Voll wird, das heißt, wir befinden uns, glaube ich, jetzt schon in der 13. oder 12. Minute. Vorausgesetzt, ich muss nichts wegschneiden. Das ist die Voraussetzung dafür. Shake, weil das ist ja jetzt, ich glaube schon echt 30.000 Mal von, weiß ich nicht wie vielen Leuten gehört worden. Ungefähr so wie Gangnam Style von Psy. Das kann man nun auch nicht mehr hören. So, eine Runde haben wir noch und die kommt in wenigen Sekunden. Diejenige, die sich diesen Soundcheck gewünscht hat, der hat noch richtig viel Glück. Ich habe das Soundcheck noch nicht hochgeladen. Die eigentlichen Videos sind gestern eigentlich schon gelaufen. Aber hat er mal gerade geschafft. Darum ist er dabei. Klanghose. Sonntanz. Fenster müssen zu sein, weil es regnet wieder. Gestern war noch Strahlen, Sonnenschein. Und jetzt schon wieder hier Coco Lobos, Alter. Wieder für die Runde 26.1. Komischerweise nennt jetzt jeder, der irgendwie Soundchecks macht, irgendwie 1.0 oder dann 2.2. Keine Ahnung, wieso. Naja, es waren sehr schöne Stücke dabei, muss ich sagen. Ich hoffe, es wird noch wieder weitere schöne Stücke geben. Und selbst wenn manche nicht so schön sind, wen interessiert das denn? Wird gespielt, gespielt, wird gespielt. So, ich chill jetzt noch ein bisschen in der Sonne und euch gebe ich jetzt auch wieder Zeit, euch Musikwünsche zu überlegen oder auch andere Anregungen an mich zu schicken. Das ist gar kein Problem. Wichtig bei so einem Wetter ist, viel trinken. Cheers!